Sie locken Jahr für Jahr tausende Touristen und Einheimische im Dezember an. Die Wiener Weihnachtsmärkte. In Wien gibt es über 20 verschiedene Adventmärkte, so viel wie in keiner anderen Stadt in der EU. Die Wurzeln dieser Tradition reichen bis ins Mittelalter zurück. 1296 erlaubte Herzog Albrecht erstmals die Abhaltung eines sogenannten Dezembermarktes. Im Jahr 1382 verfasste Herzog Albrecht III. Ein ähnliches Privileg, woraufhin der Katharinenmarkt rund um den 25. November, dem Gedenktag der heiligen Katharina, entstand. Heute ist der mit Abstand bekannteste Christkindlmarkt jener am Rathausplatz. Zugleich ist er der älteste kontinuierlich bespielte Markt, wobei er erst 1975 auf seinen heutigen Platz zog. Davor war er an unterschiedlichen Standorten zu finden, wie etwa vor dem heutigen Museumsquartier. Noch vor einigen Jahren umfasste er über 150 Stände. Heute sind es nur mehr 95, um dem gewaltigen Andrang mehr Platz zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es eine Menge Zusatzprogramm. Der größte Hingucker ist ein zweistöckiges Karussell. Darüber hinaus können im kleinen Eistraum auf Schlittschuhen die Runden gedreht werden. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann durch den mit tausenden Lichtern glänzenden Rathausplatz spazieren und dabei auf den Herzlbaum oder den Krippenpfad stoßen. Eine Besonderheit ist auch der Weihnachtsbaum direkt vor dem Rathaus. Es handelt sich hierbei um eine Fichte, die jedes Jahr von einem anderen Bundesland an die Hauptstadt geschenkt wird. Auch wenn der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freiung in der Form seit 1987 besteht, geht der älteste Weihnachtsmarkt an diesem Ort auf das Jahr 1722 zurück. Neben dem üblichen Kunsthandwerk und verschiedenen Köstlichkeiten wird hier im Advent auch täglich ein Bühnenprogramm dargeboten. Nur wenige Schritte weiter stolpert man gleich auf den nächsten Weihnachtsmarkt am Hof. An 76 Ständen kann natürlich auch hier allerlei Kulinarisches und Dekoratives erworben werden. Selbstverständlich darf auch direkt am Fuße des Wiener Wahrzeichens ein Adventmarkt nicht fehlen. Das Weihnachtsdorf am Stephansplatz bietet 33 Hütten mit allerlei Geschenkideen und 10 weitere für Gastronomie. Zu den Weihnachtsdörfern zählen jedoch noch 3 weitere Märkte in Wien. Für ein besonders imperiales Ambiente empfiehlt sich jener am Maria-Theresien-Platz zwischen den beiden Hofmuseen. Nicht weniger imposant präsentiert sich jenes Weihnachtsdorf beim Schloss Belvedere. Die barocke Kulisse und das Wasserbassin geben hierbei ein einzigartiges Fotomotiv ab. Das vierte Dorf in der Reihe ist im großen Hof des alten AKHs zu besuchen. Es überzeugt mit einer Wohlfühlatmosphäre zwischen den alten Bäumen und bunt funkelnden Lichtern. Hier kann man im Übrigen nicht nur Punsch trinken und Weihnachtsgeschenke kaufen, sondern sich auch beim Eisstockschießen probieren. Und auch für die Kinder ist reichlich Unterhaltung geboten. Unter dem Motto „Der Prater rockt“ gibt es im Wintermarkt am Riesenradplatz nicht nur allerlei Leckereien, sondern insgesamt 37 Live-Konzerte. Darüber hinaus bleiben auch einige Fahrgeschäfte des Praters während des Marktes geöffnet. In Wien kann man sich sogar zwischen alten Straßenbahnen und Bus-Oldtimern in Weihnachtsstimmung bringen. Das Verkehrsmuseum Remise lädt nämlich ebenfalls zu einem Adventmarkt ein. Musikprogramm und Eisstockschießen inklusive. Wer nach mehr Abwechslung sucht und in der Adventzeit in die Vergangenheit reisen möchte, dem ist der mittelalterliche Adventmarkt beim Heeresgeschichtlichen Museum im Arsenal zu empfehlen. Hier erwartet einem unter anderem ungewöhnliche Köstlichkeiten, Gaukler und eine Feuershow. Allerdings nur an einem Wochenende im Advent und mit Eintritt für nicht historisch Gewandete. Dafür darf jedoch auch das Museum ohne Aufpreis besucht werden, wo ebenfalls einige Programmpunkte stattfinden. Seit 5 Jahren ist der Art Advent am Karlsplatz der einzige Christkindlmarkt Österreichs mit vollständig biozertifizierter Gastronomie. Wie der Name es bereits verrät,
wird hier auch besonderes Augenmerk auf echte Handwerkskunst gelegt, wo kaum ein anderer Weihnachtsmarkt mithalten kann. Eine Strohlandschaft mit echten Tieren, einigen kreativen Fahrgeschäften und einem Kinderprogramm vor dem Karlsplatz stellt zudem den perfekten Spielplatz für die Kleinen dar. Mit 123 Ständen ist der Weihnachtsmarkt am Spittelberg heuer der größte Markt in Wien, zumindest was die Verkaufsstellen angeht. Dafür ist in den besonders schmalen Gassen des charmanten Viertels eine einzigartige Stimmung garantiert. Zudem haben auch viele der örtlich ansässigen, urigen Geschäfte geöffnet. Einer der neuesten Adventmärkte ist jener beim Palais Liechtenstein. Er ist zwar nicht besonders groß, dafür umso gemütlicher und nicht überrannt. Beim Weihnachtszauber im böhmischen Prater stehen bei mehreren Fahrgeschäften einige Hütten bei gemütlicher Atmosphäre bereit. Beleuchtete Weihnachtsdeko ist selbstverständlich auch mit dabei. Vor dem berühmten Schloss Schönbrunn darf natürlich auch kein Weihnachtsmarkt fehlen. Er trumpft nicht nur mit 81 Verkaufsständen, sondern auch mit einem abwechslungsreichen Musik- und Kinderprogramm. Erst seit 2022 begrüßt auch die Otterkringer Brauerei ihre Gäste zum Otterkringer Weihnachtszauber. Hier gibt es neben Bier aber natürlich auch die klassischen Schmankerl eines Adventmarktes und am Wochenende auch einen Indoor-Markt. Außergewöhnlich geht es weiter mit dem Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten. Hier steht nicht nur der gewohnte Punsch- und Handwerksverkauf hinter der Kulisse einer beleuchteten Winterlandschaft an der Tagesordnung. Jedes Jahr wird auch eine neue Weihnachtsausstellung präsentiert. Heuer sind 9 mit prachtvollem Blumenschmuck dekorierte Märchen zu bestaunen. Zusätzlich gibt es im Veranstaltungsglashaus Konzerte sowie weitere Verkaufsstände. Idyllische Stimmung versprüht auch der Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark. Mit 21 Ständen zählt er zu den kleineren, ist deswegen jedoch keinesfalls zu vernachlässigen. Bei der winterlich geschmückten Parklandschaft, gepaart mit allerlei Gastronomie und Handwerkskunst, kommen alle auf ihre Kosten. Zu den bereits erwähnten kommen noch in der ganzen Stadt verteilt weitere kleine Weihnachtsmärkte und ähnliche weihnachtliche Einrichtungen hinzu. So etwa in den Fußgängerzonen der Favoritenstraße, der Meidlinger Hauptstraße oder am Bahnhofsvorplatz in Floridsdorf. Bei der Vielfalt an Christkindlmärkten ist eine weihnachtliche Stimmung vorprogrammiert. In der Videobeschreibung sind nochmals alle inklusive der Öffnungszeiten und weiteren Infos aufgelistet.